funktionelles Training oder funktionelle Gymnastik heißt es auf Deutsch, hört sich aber nicht so toll an wie Functional Training. Ehrlich gesagt, ja, was heißt es eigentlich? Man bewegt nicht isoliert irgendeinen Muskel, wie du zum Beispiel beim Bizeps Curl hier nur diesen Muskel eben bewegst, sondern man arbeitet in Muskelketten und versucht auch, ja, möglichst auch Alltagsbewegungen zu simulieren, beziehungsweise ja, diese Muskelketten zu trainieren, dass du deine Alltagsbewegung weiterhin gut machen kannst. Ein Warm-up sparen wir uns heute, das kannst du dir von einem anderen Video vielleicht runterziehen, beziehungsweise hast du es vielleicht auch schon verinnerlicht. Wir starten gleich mit den Übungen, ich bin nämlich schon warm. Und dazu kommst du gleich auf deine Matte, rückengerecht nach unten. Wir starten mit Liegestütz. Das heißt, du kannst natürlich gerne in diesen, wie ich immer sage, Männerliegestütz gehen. Dazu musst du hier wirklich aus der Plank-Position, sozusagen aus der Planke dann arbeiten. Die meisten haben aber doch so ein bisschen Probleme mit der Schulter oder auch nicht ganz die Kraft im Körper. Das heißt, du kannst auch gerne hier auf die Knie gehen. Ich versuche es mal mit der richtigen Liegestütz, mal sehen, was meine Schulter dazu sagt. Und ich mache einfach nicht so viel Wiederholungen, aber du kannst ja wieder auf Stopp drücken und dann 100 Wiederholungen machen. Okay, Liegestütz heißt, du gehst nach unten und bringst deine Ellbogen nach außen, schiebst dich hoch. Das wäre ja zu leicht, deshalb nehmen wir immer im Wechsel jetzt mal ein Bein mit. Atmen, tief und hoch, tief und hoch. Noch 4, 3, 2 und noch 1. Okay, wie gesagt, du kannst mehr machen. Ich gehe mal kurz zurück in den Fersensitz, kurz entspannen, die Handgelenke vielleicht mal auslockern. Und dann kommen wir nochmal in eine Planke. Das heißt, Hände breit unter den Schultern. Und du schiebst deine Fersen nach hinten. Spür mal richtig die Aktivität in deiner Wadenmuskulatur. So, jetzt gehst du mit einem Fuß nach vorne und drehst hier auf. Schau der Hand nach. Und zurück. Andere Seite. Fuß vor. Auftreten. Geh mit dem Fuß neben deiner Hand. Und wieder zurück. Wenn das nicht funktioniert, kannst du auch erstmal bis hier gehen und den Fuß vorholen. Auch okay. Und wieder aufdrehen. Und zurück. Stabilisieren. Fuß vor. Aufdrehen. Und zurück. Einmal pro Seite. Fuß vor. Aufdrehen. Und zurück. Mir wird schon ordentlich warm. Okay, aufdrehen. Und zurück. Okay, Knie absetzen und mal in den Fersensitz. Bisschen mit dem Po wackeln hin und her. Und dann, um die Handgelenke zu entlasten, bleiben wir mal im Kniestand. Das heißt, du kommst nach oben. Jetzt musst du dich ganz fest machen hier. Bauch einziehen. Die Arme entweder hier oder schwerer hier. Jetzt kippst du ganz langsam mit dem Körper nach hinten. Schau, dass du nicht hier das machst, sondern wirklich ganz gerade wie ein Brett. Zurück und wieder vor. Hoch und zurück. Atmen und wieder vor. Das spürst du vielleicht ganz ordentlich auch am Oberschenkel noch. Der muss auch gut halten. Nacken lang. Machen wir noch 2. Zurück. Und noch ein. Du kannst gerne mehr machen. Du weißt, wo deine Stopptaste ist. Okay, meine ist hier. So, dann kommen wir wieder hier zurück und wir kommen jetzt mal in die Unterarmposition, Unterarmstütz. Und zwar mit dem Unterarm hier quer vor dem Körper. Richte dich aus. Ganz sauber hier wieder. Jetzt fängst du an. Dreh ein bisschen auf, einmal nach hinten kreisen und zurück. Nach hinten kreisen und zurück. Ganz fest in der Mitte bleiben. Einatmen und ausatmen. Und wieder kreisen. 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 Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt kreist du von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Ja, immer schön drehen. Noch einmal pro Seite.
in den Fersensitz. So, dann geht's weiter. Und zwar kommen wir noch einmal in eine Planke. Ausrichten. Und jetzt ziehst du dein Knie zum Ellbogen. Zieh. Zieh. Auch hier schön stabil bleiben in der Mitte. Zieh. Zieh. Fester Bauch. Kannst du natürlich auch schneller machen im Sprung, wie du magst. Lass die Arme leicht gebeugt, den Bauch fest. Atmen. Atmen. Super. Noch einmal pro Seite. Noch einmal rechts. Noch einmal links. Halte. Und nochmal in den Fersensitz. So, dann kommen wir jetzt mal in die Bauchlage. Und gehen ins Wasser. Das heißt, fester Bauch. Du hebst beide Beine an. Du hebst den Oberkörper an. Und jetzt kommen wir zum Brustschwimmen mit den Armen. Ja, halte. Halte die Beine oben, den Nacken lang. Ganz stabil. Noch vier. Noch drei. Große Bewegung. Zwei. Und nochmal. Halte nochmal. Noch vier, alles nochmal hoch. Drei, zwei und lösen. Und jetzt machen wir einfach eine halbe Umdrehung in die Rückenlage. So. Sehr gut. Alles klar bei dir? Denke ich doch, ne? Okay, Füße ist näher zum Gesäß rutschen. Wir machen das lang hin zum Kehlkopf. Wir kommen zum einbeinigen Beckenlift. Das heißt, du kommst langsam nach oben aufgerollt. Deine Knie schieben nach vorne. Schulter ein bisschen enger. Ein Bein anheben. Fußsohle schiebt zur Decke. Du gehst ein bisschen tief und wieder hoch. Tief und hoch. Tief. Hoch. Atmen wieder. Du kannst die Arme auch so aufdrehen. Noch vier. Geh so mal tief, dass du bis zur Lendenwirbelsäule maximal wieder zurückkommst. Der Po bleibt in der Luft. Halten und Beinwechsel. Fußsohle schiebt sie weg. Und wieder tief und hoch. Gesäß berührt die Matte nicht mehr, bleibt in der Luft. Tief, hoch, tief. Hoch, das haben wir noch vier. Dein Knie schiebt nach vorne, denk dran. Und noch zwei. Einer noch. Und oben halten, absetzen und dann langsam zurückrollen. Knie mal kurz lange nach oben und kurz schaukeln. So, jetzt kommen wir zu einer Bauchübung. Die kannst du, wenn es nicht funktionieren sollte, mit gestreckten Beinen, natürlich auch mit gebeugten Beinen. Wir probieren es jetzt mal mit dem gestreckten Bein nach oben. Du kannst den Kopf liegen lassen, wenn der Nacken nicht mitmacht. Oder hier leicht stützen dann auch. Und dann gehst du mit dem gestreckten Bein tief. Nur so weit, dass dein unterer Rücken in der natürlichen Wölbung bleibt. Gehst hoch und schiebst nach oben. Tief. Hoch und hoch. Möglichst ohne Schwung. Mit viel Kraft aus dem unteren Bauch schiebst du die Füße hoch. Tief zur Decke und anheben das Gesäß. Tief. Noch vier. Geht noch, ne? Drei. Noch zwei, eins für Mama und eins für Papa. Ach ja, und noch einen für dich. Haben wir vergessen, komm, den letzten. Super, der war besonders schön. Okay,
Beine anbeugen, aufstellen, langstrecken. Und wie gesagt, wenn du sagst, das ist mir alles viel zu kurz, ich mache die Übung länger, Stopptaste weitermachen und dann wieder weiterlaufen lassen. Mir reicht so jetzt erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.